Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Heute mal mit etwas Besonderem, und zwar habe ich hier eine Box bekommen nach Tarifa von meinem neuen Sponsor und den möchte ich heute ankündigen mit diesem kleinen Unboxing-Video. Ich habe ja schon mal angedeutet, worum in etwa es gehen könnte und ich würde mal sagen, wir packen das jetzt hier mal aus. Man darf jetzt gespannt sein, was da drin ist. Okay, lass uns die Box nicht kaputt machen. Und zwar haben wir hier, wie man unschwer erkennen kann, neue Finn. Und diese neuen Finn sind von der Marke. Oh nee. Wollt ihr mal alle auf meinen Kanal? Bitte verpisst euch einfach. So, aber bevor wir jetzt zu den Finnen und zu den Details kommen und wie es dazu gekommen ist und so weiter, was wir übrigens gleich am Strand machen werden, ich habe mir überlegt, wir fangen gleich mal zum Strand und da drehen wir den Finnporn und sowas ab. Einmal kurz den Beipackzettel lesen. Punkt Nummer 1, womöglich müssen die Finnen geschliffen werden. Das ist meist so, wenn man neue Finnen bekommt. Warum ist das wichtig? Wenn ihr die Finnen mit Kraft der Schraubengewinde in euer Board quasi reinpresst, weil ihr das nicht gut genug abgeschliffen habt, dann könnt ihr den Finnenkopf damit aufsprengen und das ist nicht so schön. Punkt 2 ist Finnporn ab am Strand und danach erzähle ich euch, wie es dazu gekommen ist und den ganzen Rest. Tschüss! Das war's mit dem kurzen Video, in dem ich euch einmal kurz zeige, wie diese Finnen so aussehen. Ich persönlich finde sie mega hübsch und vor allem haben sie so eine besondere Form. Sie sind nicht so abgekantet oben, sondern haben diese runde Endung. Mega nice, auch diese Gravur hier finde ich super. Also optisch sind die Dinger top. Und ja, jetzt werde ich euch einmal ganz kurz erzählen, wie es denn eigentlich dazu gekommen ist, dass ich mit diesen Finnen fahre. Und lustigerweise lief das Ganze anfangs über Nico. Und zwar kannte Nico den Lendert. Das ist der Mensch, der diese Finnen produziert, der hinter Finnish Fins steht. Und dann ist es ja so, wenn ich euch gefragt hätte vor diesem Video, hätten wahrscheinlich 99% von euch gesagt, Finnish Fins, was ist das? Davon habe ich noch nie gehört. Und genau dessen war sich Lendert eben auch bewusst und hat gesagt, okay, ich möchte meine Marke im deutschen Raum ein bisschen bekannter machen. Und Nico wusste eben, dass ich Finn suche, also ich habe nicht aktiv nach einem Finn-Sponsor gesucht, weil das ist eigentlich sehr selten, dass man da was findet, was wirklich gut zusammenpasst. Aber Nico wusste, ich brauche auf jeden Fall gute Finn und dann hat er mich vermittelt und dann habe ich mit Lena so ein bisschen hin und her geschrieben und man hat sich gut verstanden. Letztendlich war der Konsens, ich brauche geile Finn und Lena braucht jemanden in Deutschland, der diese Finnen für ihn präsentiert und der die Marke etwas publik macht und das ist ja eigentlich perfekt. Und dann stellte sich mir natürlich einfach die Frage, ja, sind denn diese Finnen jetzt eigentlich auch geil? Und wenn ich den Lenard frage, sind die Finnen geil, sagt Lenard natürlich, ja klar sind die geil. Und er sagt mir dann auch, ja hier, wir halten irgendeinen Speed-Rekord von dem und dem, die Finnen sind auf jeden Fall schnell, blablabla. Aber es kommt dann ja auch irgendwo auf den persönlichen Geschmack an. Und dann habe ich gesagt, okay, schick mir mal zwei von deinen Finnen, eine 44er und eine 36er, sprich eine fürs große Board und 8,4 und eine fürs Medium Board für 7,0 und wo man eventuell auch mal 7,8 noch drauf fahren kann. Ich würde die gerne ein paar Wochen testen und wenn das alles geil ist, dann let's do this und dann fahre ich deine Finnen für die nächste Saison und promote die, halte die in die Kamera, alles drumherum und dann bin ich die Finnen gefahren und vorher war ich auf Hurricane Finn und ihr habt ja die Vlogs höchstwahrscheinlich gesehen, die über die letzten Wochen gekommen sind und ich habe immer mal wieder was über neue Finnen erzählt und bla 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 und diese neuen Finnen, von denen ich gesprochen habe, das waren die Finnish Fins und es war tatsächlich krass so, gleich beim ersten Mal draufsteigen, habe ich einfach einen unglaublichen Unterschied gespürt und ich habe das immer für gar nicht für möglich gehalten, weil ich bin immer die Finnen von meinem Dad gefahren, bin immer die Hurricane Finnen gefahren, die waren am Ende eben ziemlich abgenutzt, das war einer der wesentlichen Gründe, warum ich eben neue Finnen gesucht habe. Und ich war mir immer relativ sicher so,
dass den Unterschied zwischen jetzt verschiedenen Slalom-Finnen, dass das nur ein absoluter Top-Profi merkt, dass man das sonst nicht rausfühlt. Und dann habe ich aber diese Finnen in meinem Board eingeschraubt und habe gemerkt, okay, krass, ich kann es auch fühlen. Und das bedeutet im Prinzip, jeder kann es fühlen. Man muss es nur echt mal probieren. Also wenn ihr einen Kumpel habt, der eine andere Finnmarke fährt als ihr, probiert unbedingt mal ein paar verschiedene Finnen aus. Ihr werdet den Unterschied merken. Ihr müsst euch nur darauf einlassen. Geht da nicht so ran, ja, ist doch alles das Gleiche, Hauptsache 44. Nee, man merkt tatsächlich einen Unterschied. Man spürt die Steifigkeit, man muss nur so ein bisschen... Muss ich nur ein bisschen locker machen und einfach so mal der Intuition vertrauen, die man dann bekommt, wenn man rausfährt und wieder reinfährt. Und auf jeden Fall habe ich das gemacht und gemerkt, okay, die Finnen sind auf jeden Fall geil. Die sind von der Performance her das, was ich mir vorstelle, womit ich gut arbeiten kann, womit ich mich schnell fühle, womit ich Kontrolle habe. Und dann habe ich gesagt, okay man, let's do this. Und dann hat er angefangen, die Finnen zu produzieren. Das war ungefähr vor einem Monat und jetzt sind sie fertig geworden. Und jetzt habe ich, ihr habt jetzt in diesem Video 3 Finnen gesehen, aber ich habe jetzt 4 von diesen Finish Fins hier erhalten. Einmal die Nummer 33, dann die Nummer 36, die Nummer 38 und die Nummer 44. Nummer könnt ihr jetzt auch gerne durch Zentimeter ersetzen. Und ja, ich bin jetzt quasi voll ausgestattet mit diesen Finnen. Tests wird es zu Genüge geben in den nächsten Vlogs. Natürlich mit Action und allem Pipapo und drumherum. Das war jetzt mehr so ein Labervideo, in dem ich euch einfach mal so ein bisschen erzähle. Und ich möchte aber noch ein, zwei Sachen sagen zu Finish Fins. Die haben eine super geile Website. Die würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen auszuchecken. Ich verlinke die unten. Da wird so ein bisschen erklärt, wie sie diese Finnen produzieren. Und ich finde das total spannend. Das zeigen sie übrigens auch auf Instagram und Facebook. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ist auch unten verlinkt. Und ja, Mann, also wen dieses Thema Finn und so weiter interessiert, unbedingt mal auschecken. Gerade auf Instagram. Und ich glaube, auf Facebook war das auch. Fand ich super spannend, weil da waren immer wieder so Videos und auch so Texte mit Bildern. Und da wurde so geschrieben, okay, wir haben jetzt hier eine neue Maschine in der Finnenproduktion, mit der wir die Steifigkeit besser testen können. Und lauter so Elektronikkram und sowas. Der Lehndert, der war nämlich, bevor er Finnen produziert hat, Statiker. Also der ist da voll in dieser Thematik drin. Und ich finde das super spannend, so von außen zu betrachten. Ich glaube, um sowas selbst zu machen, muss man wirklich die Leidenschaft für haben, dass man sich da hinhockt und dann halt ja wie so ein Nerd an diesen Finnen arbeitet. Aber ich finde das mega geil, wenn das Leute machen. Und die machen das auf jeden Fall gut. Und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, checkt es unbedingt aus. Das war jetzt natürlich relativ viel Gelaber. Ich hoffe, dieses Video hier hat euch trotzdem gefallen. Es wird auf jeden Fall noch viel mehr Videos zum Thema Finnen geben. Und bevor jetzt einer von euch schreibt, welche Finngröße für welches Segel, ich habe die und die Kombination aus Board und Segel, welche Finngröße brauche ich dafür? Das hier ist kein Sponsorship nach dem Motto, okay, ich kriege Geld und dafür sage ich das und das, finde ich geil. Nein, ich bekomme diese Finnen und dafür präsentiere ich euch diese Finnen. Und ich würde diese Finnen nicht fahren, wenn sie nicht geil wären, weil das wäre absolut kontraproduktiv für alles, was ich tue. Dann könnte ich nicht auf Wettkämpfe gehen, die damit fahren und so weiter. Das Ganze ist also quasi wie eine Symbiose. Ich bekomme etwas, was ich unbedingt brauche, präsentiere es euch und diese Präsentation braucht derjenige, der das produziert, was ich brauche. Und ich würde mal sagen, in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Das nächste Video, Leute, könnte ganz cool werden. Ich bin mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ich habe gestern eine längere Foil-Tour gemacht. Also was heißt länger? Ich bin bestimmt 40 Kilometer mit dem Foil gefahren. Und das habe ich dokumentiert. Das seht ihr im nächsten Video. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, euer Service ist haut rein, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal. Gebt mir einen Daumen nach oben da. Ciao.